Hallo Schweißfreunde, heute wollen wir über Wigschweißen einfach sprechen. Bernd, was ist denn Wigschweißen? Wigschweißen bedeutet Wolfram Energaschweißen. Ich habe eine nicht abschmelzende Wolfram-Elektrode, die ist angespitzt, um den Lichtbogen zu erzeugen. Dadurch schmelze ich diesen Grundwerkstoff auf und füge dann mit der zweiten Hand einen Schweißzusatz dazu. Dazu brauche ich ein inertes Gas, wie zum Beispiel Argon 4.6. Bernd, wir haben heute mal zwei Geräte aufgebaut. Ein konventionelles Gerät, das TIG 210 AC-DC und unser neues Gerät, das HiTIG 230 AC-DC. Wie stellt man denn so ein Gerät ein? Was muss ich tun? Als erstes muss man überlegen, was man schweißen möchte. Beim DC- bin ich im Gleichstrom, da kann ich alle Materialien schweißen, außer Aluminium. Im AC-Bereich bin ich beim Wechselstrom, da schweiße ich Aluminium, um die Oxidschicht da aufzureiben zu können. Als nächster Schritt wäre, die Anlage einzustellen. Das bedeutet, wir haben eine Schweißkurve, die von Haus aus an der Anlage fest voreingestellt ist. Da muss man auch nichts ändern. Man muss nur den Hauptstrom, den sogenannten I1-Strom, einstellen anhand von der Materialdicke, von der Blechdicke, was man schweißen möchte. In diesem Fall haben wir ein Edelstahlblech mit 3 mm und man sagt ungefähr 35 bis 40 Ampere pro Millimeter. Diese Anlage mit diesem Drehrädchen auf 120 Ampere wird oben in der Anzeige angezeigt, wie viel Ampere man einstellt. Bernd, das ist ja schon ganz schön kompliziert. Ich muss eine ganze Menge wissen. Wie kann man das denn einfacher machen? Wig einfach schweißen? Ja, Stefan, wir haben da ein neues Gerät, das sogenannte HiTIG 230 AC-DC. Man sieht es auch schon von der Baugröße, ist kleiner, kompakter, um einiges leichter. Wenn wir uns das mal genauer anschauen wollen. Der erste Unterschied, der mir auffällt, ist der große Bildschirm. Was zeigt der denn an? Der große Bildschirm hat in diesem Gerät eine wichtige Rolle. Wir haben einmal hier unseren klassischen Modus, unsere ganz normale Schweißkurve und haben hier auch die Möglichkeit, über einen Assistenten das Gerät sehr einfach einzustellen. Man geht in diesen Menüknopf rein, sucht sich den Assistenten heraus und zeigt dann auf, was man schweißen möchte. Wir haben die Möglichkeit auszuwählen von verschiedenen Materialien, von Aluminium, Aluminium, Stahl-Stahl-Schweißungen, Stahl-Edelstahl-Schweißungen oder Edelstahl-Edelstahl-Schweißungen. Dann wählt man dieses Material aus, was man schweißen möchte. Als nächsten Schritt wählt man die Nahtart aus, Stumpfnaht oder Kehlnaht. Bernd, wir wollen ja jetzt 3 mm schweißen. Was muss ich jetzt tun? Gut, um 3 mm zu schweißen, stellen wir die Materialstärke hier auf 3 mm. Okay. Das untere Blech genauso. Sagen dann, wenn wir unsere Materialstärke ausgewählt haben, auf OK. Ja. Er übernimmt dieses Programm und tut die ganze Schweißparameter, die ganzen Schweißkurve dementsprechend anpassen, was wir der Anlage gesagt haben. Bernd, hilft mir das Gerät auch beim Schweißen? Gibt mir das Gerät Tipps? Ja, Stefan, wir haben die Möglichkeit, über Tipps im oberen Eck zu sagen, welches Gasart man verwenden soll, welchen Schweißzusatzstoff im Durchmesser man verwenden kann und welchen Wolfram-Elektroden im Durchmesser, unsere 2,4er Wolfram, man verwenden kann. Welches Problem ich oft habe bei Kunden, welchen Zusatz nehme ich denn? Hilft das Gerät da auch? Ja, ganz genau. Da gibt es ebenfalls eine Möglichkeit über die sogenannte Pipeloidek. Kann man sagen, Zusatzwerkstoffe im Edelstahlbereich oder im Aluminiumbereich. Wir wollen jetzt Edelstahl schweißen. Ganz genau, wir gehen auf Edelstahl und einen ganz normalen 14301 als Grundwerkstoff. Ja. Und dann bringt er uns Vorschläge für den Zusatzwerkstoff, den 4316 oder den 1.4551. Was kann das Gerät denn sonst noch? Was sehe ich noch? Gut, in der klassischen Ansicht sehen wir eine ganz normale Schweißkurve vom Gasvorströmen bis zum Gasnachströmen. Ja, das haben wir ja schon bei dem klassischen Gerät gesehen. Ganz genau. Hier ist es so, hier sind die Werte wie Startstrom oder Endstrom prozentual angepasst an unseren I1-Strom. Okay. Das bedeutet, wenn wir unseren Strom
nach oben oder nach unten drehe, das heißt mehr oder weniger wir haben, passen sich prozentual der Start- oder der Endstrom an. Ich sehe jetzt auch endlich, was passiert. Vorher konnte ich das nicht sehen und wenn ich jetzt auszubilden habe, war es immer sehr schwer, das zu erklären. Gut, nehmen wir uns unser Edelstahlblech, 3 mm, legen es so hin. Wir müssen als erstes unser Material vorheften und danach können wir schweißen. Ich nehme den Brenner in die linke Hand, da ich Linkshändler bin, und schweiße dann von links nach rechts über das Material und füge dabei den Schweißzusatz. Bernd, du hast jetzt geheftet. Was sind die nächsten Schritte, um WIG zu schweißen? Wichtig ist, Stefan, die Brennerhaltung. Man hält den Brenner leicht schräg, ungefähr 60 bis 45 Grad, okay, und fügt dann da in der Schmelze den Zusatzwerkstoff bei. Man tupft den immer rein und zieht den Draht wieder raus. Mhm. Bernd, du hast ja richtig klasse geschweißt. Ich denke, mit dem Zuschauer kam auch rüber, wie du das gemacht hast. Konnte man, glaube ich, gut sehen diesmal. Also eine klasse Naht, wird jede Prüfung bestehen. Man konnte auch, glaube ich, bei der ganzen Schulung sehen, dass es sehr einfach war. Wir haben über den Assistenten 3 mm Chromnickel geschweißt, eingestellt, das Gerät hat alles selber gemacht und wir haben ein perfektes Ergebnis erzielt. Wenn man jetzt wollte, hast du ja vorhin schon mal dargestellt, kann man auch jeden Parameter verändern, wenn ich jetzt Problemstellungen habe oder dergleichen. Was müsste ich jetzt an der Naht noch tun, damit sie perfekt ist? Ja, Stefan, man könnte diese Naht noch reinigen, elektrolytisch, zum Beispiel mit Clino 4, was wir im Programm haben, ja, um einfach die Anlauffarben, was wir beim Schweißen drauf bekommen, wieder zu beseitigen. Gut, lieber Zuschauer, für den Clino 4 haben wir natürlich auch ein YouTube-Video, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hier wird dann gezeigt, wie ich die Anlauffarben entfernen kann, damit ich ein perfektes Ergebnis habe. Gut, Bernd, Dankeschön. Dankeschön.